Im österreichischen Ebensee wurde zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges riesige unterirdische Anlagen errichtet. In diesen Stollen sollte die geheime Raketenentwicklung unter Werner von Braun verlagert werden. Doch im gegenüber befindlichen Berg liegt wohl möglich noch eine weitaus bedeutendere und geheimere Anlage als heute bekannt. Liegt hier eines der letzten Geheimnisse des Dritten Reiches tief im Berg und unentdeckt? Chef des Geheimwaffenprogramms und General der SS Hans Kammler hat diese Anlage in Auftrag gegeben. Heute bekannt sind zwei gigantische Stollensysteme, die Anlage Zement A und B. Doch gibt es noch eine dritte Anlage. Über diese Anlage ist nichts bekannt. Alle Unterlagen gingen bei Kriegsende verloren. Die einzigen Anhaltspunkte geben Arbeiter. Es soll sich um eine unterirdische Fabrik für Flüssigsauerstoff, der als Treibstoff für das Raketenprogramm benötigt wurde, handeln. Doch wussten die Arbeiter wirklich, an was sie gebaut haben? Warum existieren keine Unterlagen zu diesem Bauwerk? War es wohl möglich, ein noch geheimeres Bauvorhaben als die Anlagen Zement A und B? Verbirgt sich in diesem Berg eine noch gigantischere Stollenanlage als die beiden gegenüberliegenden Stollenanlagen? Alle Aussagen zu dieser Anlage sind Mutmaßung, da selbst die Siegermächte die Bestimmung nicht kennen. Verbirgt sich hinter einer der Tankanlagen ein geheimer Zugang zu einem riesigen unterirdischen Labyrinth aus Stollen und Hallen? Die Anlage erhielt nach dem Krieg die Bezeichnung Zement C. Der eigentliche Deckname der Anlage ist Iltis. Folgt mir auf der Suche nach den letzten Geheimnissen unserer Zeit. Folgt mir in die unterirdische Flüssigsauerstofffabrik. Von meinen lokalen Kontaktpersonen erfuhr ich, dass es gegenüber von den Anlagen Zement A und B ein weiteres Stollensystem gibt. Niemand konnte mir sagen, worum es sich wirklich handelt. Nur bei einer Sache waren sich alle einig. In diesem Stollensystem verbirgt sich eine weitere Anlage mit wohl gigantischen Dimensionen. Bei meinen Recherchen stieß ich auf weitere Hinweise. Die Stollen sollen ebenfalls zeitgleich mit den Anlagen Zement begonnen worden sein. Ebenfalls soll hier der Chef des Geheimwaffenprogrammes, Doktor der Ingenieurswissenschaften Hans Kammler, Projektleiter und das Ingenieurbüro Karl Fiebinger die Planung übernommen haben. Doch der Zweck der Anlage ist bis heute unbekannt. Opferte man die beiden Anlagen Zement A und B, um eine weitaus geheimere Anlage zu schützen? Alle Aussagen zu der Anlage mit dem Decknamen Iltis beruhen auf Aussagen von Arbeitskräften. Gesicherte Informationen sucht man vergebens. Zum Ende des Krieges soll die Zivilbevölkerung und die Arbeiter der Solvay-Werke dort vor den alliierten Bombardierungen Schutz gesucht haben. Nach dem Krieg wurde die Anlage von den Solvay-Werken genutzt. Hier wurde Sole gelagert. Sole ist eine wässrige Lösung von Salzen. Und tatsächlich befinden sich hier große tankähnliche Becken. Diese Becken sollen schon in der Zeit des Zweiten Weltkrieges errichtet worden sein. Nach dem Krieg sollen diese dann modernisiert und nutzbar gemacht worden sein. Hinter diesen Becken vermutet man weitaus größere Anlagen. Die Tanks sollen lediglich der Tarnung der Anlage dienen. Untermauern soll diese Aussage, dass durch die verhältnismäßig kleinen Stolleneingänge nicht ohne weiteres große Maschinen für die Produktion von Flüssigsauerstoff in den Berg hineingebracht werden konnten. Doch das soll die Bestimmung der Anlage sein, eine Fabrik für flüssigen Sauerstoff. Die Vermutung geht dahin, dass es weitaus größere Eingänge gab, die in ein anderes und bis heute verborgenes Stollensystem führen. Zu meinem Besuch waren mir viele dieser Informationen noch unbekannt und deswegen machte ich mich auf den Weg, um diese Anlage zu befahren und ihrem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Doch was finde ich in diesen dunklen und nassen Stollen vor? Bei der Erstbefahrung erinnerte mich diese Anlage stark an die Stollen im Jonastal, denn auch bei dem Sonderbauvorhaben 3 sind die heute bekannten 25 Stollen als Tarnung angelegt worden, um Arbeitskräfte und Geldmittel zu rechtfertigen und um den feindlichen Spion, die zum Ende des Krieges in fast allen Ministerien saßen, den Zweck einer Anlage mit dem Status geheime Reichssache nicht zu offenbaren. So, das ist unser Zugang. Mehr ist es nicht. Und da wollen wir jetzt mal rein. Lampen stehen bereit, Ausrüstung ist bereit. Kollege ist schon drin, der guckt sich gerade um. Also hier kommt Wetter raus tatsächlich, man merkt's. Und deswegen geht's ab. Andere Perspektive nochmal. Da geht's jetzt rein, da kommt der Kollege. Und dann hatte das Dritte Reich hier auch eine Verlagerung geplant. Und das soll ein großes Stollensystem sein. Was uns erwartet, weiß ich nicht. Schauen wir uns an. Wir sehen uns gleich drinnen. Wollen wir mal rein.
kurzfristig beengt. Und schon sind wir in diesem noch Altbergbau unterwegs. Zugang. Und jetzt gehen wir in die Richtung, was sich hinter euch befindet. Und schauen wir uns mal hier um, was wir tatsächlich für Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg finden und was das Dritte Reich hier gegenüber von einer anderen bekannten großen Stollenanlage tatsächlich betreiben wollte. Hier sind wir drin. Es geht nach da noch weiter, so wie es aussieht. Und da ist Beton, aber es ist zu betoniert. So, das bedeutet, unser einziger Weg, um in das Bauwerk einzusickern, ist hier lang und da rein, würde ich sagen. Das machen wir jetzt mal. Expedition beginnt, wir sickern in das System ein. Wie gesagt, es soll eigentlich überall Metall, neblig. So, hier ist der Beton, wo wir eben von der anderen Seite gegenstanden. Wahrscheinlich extra so gebaut für eine Druckwelle, dass man das hat hier zumachen können. Wenn es hier einen Treffer gegeben hätte, dass die Druckwelle hier nicht durchgesaust wäre. So, und was haben wir hier? Also, über uns geht's weiter. So, und dann ist hier was, wirklich über uns noch, ne? So, jetzt komme ich plötzlich von oben wieder. Ich bin hier gerade mal hochgeklettert. Hier oben ist Tageslicht, hier ist ein zweiter Zugang in das untere System. Aber es geht nach oben nicht weiter. Also da ist tatsächlich Ende. Aber ich habe drüben ja auch noch was gesehen. Also es muss noch irgendwo hier auch eine zweite Sohle geben. Hier ist nur ein Eingang, der führt hier rein und dann geht es hier runter. Warum das so ist, kann ich auch nicht sagen. Ich versuche mich jetzt mal wieder hier runter zu lassen. Weil runter, wisst ihr selber, das ist bekanntlich schwieriger als rauf. Besonders wenn man hier nur so ein verrostetes Eisen hat. Als Halt sozusagen. So. Aber das sieht auch noch, es wirkt noch stabil. So. Ist nicht hoch. Aber wie gesagt, es ist eigenartig gebaut. Warum jetzt auf einmal da oben auch nochmal ein Zugang ist. Das habe ich eben auch nicht gesehen, weil Kameralicht drauf, das große Licht. Dann seht ihr nicht, wenn hinten was reinblendet. Aber jetzt ist es ganz deutlich zu sehen. Ja, dann schauen wir mal, wo uns diese Anlage noch hinführt. So. Ja, Eingangsbereich ist immer stark nebelig. Ja, das sieht alles schon sehr brüchrig aus hier, ne? Es ist Altbergbau. Um die Kurve rum und neues System. Es geht weiter. Wassereinbrüche, also das Übliche. Es ist wieder wärmer hier, kann das sein? Knochen? Alles voller Knochen? Oh, guck mal hier. Da kommt doch Licht rein da oben. Also oben kommt Licht rein. Kannst du mal hochleuchten mit deiner oder mit der Lampe? Hast du die andere dabei? Alter. Das sind auch ein paar Meter bis oben. Mehrere Sohlen. Das ist auch wieder Lüftungsschacht hier. Alter, guck mal hier. Also hier geht's auch noch mal rein. Das ist ja irre. Ich erkunde jetzt mal, ich steige jetzt hier mal ab
und schau mal, wo es dahinter lang geht, weil da ist ein Stollen, aber der ist zu und deswegen, das ist ein Zugang und da schäle ich mich jetzt einfach mal rein. Am besten rückwärts, aber so ganz irgendwie. Gut. Boah, leck mich fett. Es scheint aber weiter zu gehen. Hier liegt eine Luftmatratze. Kannst du mir die Kamera und das Licht mal geben? Also es ist eng. Ich rutsche jetzt einfach mal schön auf dem Hintern in dieses System hier rein. So, unter mir habe ich geprüft, es geht nicht tief. Weil ansonsten... Jetzt ist die Lampe aus, Alter. Ach, jetzt wieder an. Alles gut. Ist irgendein Mock hinten reingefallen, Steine. So. Jetzt erkunde ich das. Und hol den noch hier vorne wieder ab. Ich habe das nicht gesehen. Da steht mein Kollege. Und hier bin ich durch. Und was wir eben nicht gesehen haben, ist dieser Durchbruch hier. So, und deswegen habe ich gedacht, wir sind hier hinter. Sind wir aber nicht. Bin hier gelandet. Gut. Eine kleine Kletteraktion, die ins Leere geführt hat, aber hat gute Aufnahmen gegeben. Der Kollege ist ein bisschen am Lachen, aber Schadenfreude ist ja bekanntlich nicht die schönste Freude. Ne? Naja, wir gehen mal weiter. Das ist doch auch ein Ausgang, guck mal. Also das ist echt verwirrend aufgebaut. Weil hier stehen wir wahrscheinlich gleich entweder in der Sackgasse oder vor dem nächsten Ein- und Ausgang. Hier ist der nächste Ausgang. Und hier geht es ja auch wieder rein. Ach hier, das ist das Ding, wo wir eben vorstanden, wo wir auch hätten reingekonnt. Und hier wird es auch wieder kühler, ne? Ne, hier ist Ende. Oder ist hier, ne, hier geht es wieder auf die zweite Sohle, genau wie gerade. Da oben über uns befindet sich noch eine Sohle. Also es herrscht tatsächlich Wetter hier drin, ne? Also das ist spürbar. Ihr habt Stellen, hier zieht es jetzt wieder. Hinten waren Stellen, die waren wärmer. Und hier habt ihr jetzt wieder einen spürbaren Luftzug tatsächlich. Aber hier ist irgendwie kein Ausbau, das ist nur Altbergbau. Also noch haben wir nur das kleine Stück Stahlbeton gefunden, was wahrscheinlich ist, um eine Druckwelle zu brechen. Ist das hier auch wieder ein Schacht nach oben? Nee, das ist einfach nur, oder? Da geht auch noch so ein kleiner hoch. Nebenan auch. Der geht aber nicht weiter. Abbaukammer. Blindstollen. Fledermäuschen. Ja, hier geht es wieder höher. Ja, und da geht es dann auch noch mal höher. Ja. Also das sind wahrscheinlich diese Schrägstollen, wo man hat das Gestein hier damals runtergeschüttet. Von hier wird das dann raustransportiert. Eine Mauer. Die Fledermaus saust hier rum. Die Mauer ist aber durchbrochen. Zwei Stück sind das schon. Eieiei. So, dann gehen wir mal durch diese eingerissene Wand. Und dann sehen wir uns gleich auf der anderen Seite. So, da sind wir in dem anderen Stollensystem. Rechts von mir ist ein Ausgang, da sehe ich schon Tageslicht. So, hier ist der Ausgang. Da ist schon wieder Tageslicht. Und diese Leitungen führen halt hier rein und wieder raus. Und denen folgen wir jetzt mal. Da standen wir auch eben vor und hier liegen diese großen Röhren auf dem Boden. Es ist mit Holz abgestützt.
ob die kleinen Balken wirklich diesen massiven Berg über uns tragen. Ich weiß es nicht, sie stehen auch ja, ein bisschen auf den Röhren drauf mit Verbindung nach unten. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe überhaupt gar keine Informationen über die Anlage. Ich habe nur gesagt gekriegt, hier ist was. Also sind wir hier hingefahren und haben uns das angeguckt. Es ist Altbergbau und was man hier unter der Erde geschaffen hat. Und das Dritte Reich hat hier eine Uferlagerung vor. Und wir sickern jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die Anlage und schauen, was uns erwartet. So, die Rohre gehen nach links weiter weg. Es geht auch nach links. Und vor uns haben wir tatsächlich sofort irgendein Häuschen oder sowas. Es sieht auch sehr urig aus, dass hier einfach so ein Häuschen drin steht. Aber ich denke mal, es hat wahrscheinlich woanders gestanden. Warum die das jetzt hier reingeholt haben, ist halt fraglich. Mit dem Eternitdach. Ja, geht einfach geradeaus weiter. Weiter, gut. Dann laufen wir weiter. Da ist noch mal was. Na, hier ist jetzt schon wieder Stahlbeton. Also jetzt kommen wir einer Bebauung näher. Ne? Hier liegen noch, das wird wahrscheinlich eine Druckluftleitung gewesen sein. Mit so einem Bajonettverschluss. Weil hier unten lief ja alles mit, oder vieles mit Druckluft. Die Bohrhämmer wurden mit Druckluft betrieben. So. Geht es nach links auch noch mal weg. Und das ist interessant. Das ist Beton. Nachträglich wahrscheinlich. Und dahinter geht es auch weiter. So, da kommt, und hier ist, hier geht es im Boden rein. Das sind die Leitungen, die auch nach vorne geführt haben. Aber das sind deutlich ältere Leitungen. Das ist Stahl. Da ist sogar noch der Bogen, der war wahrscheinlich hier drauf. Aber wofür das jetzt war, das entzieht sich noch meiner Kenntnis. Wir gucken einfach mal weiter, was wir hier noch so finden. Und wie gesagt, ich habe nämlich auch keine Größenangabe. Ich weiß nicht, wie groß dieses Bergwerk ist. Oder diese Uferlagerung, mögliche Uferlagerung. Ah, hier ist sogar eine Türe. So. Jetzt habt ihr hier auch wieder Verbindungsgänge und hier liegt noch alte Technik rum, die aber nachträglich reingekommen ist, weil das Blaue, das sieht schon relativ neu aus. Und nach hier stehen auch noch Kisten, ist auch noch Altbergbau. Und hier ist eine richtige Türe drin. Und es geht überall noch ab. Abgeschlossen. So, aber was interessant ist, ist hier rechts, ich würde sagen, das schauen wir uns mal an, weil da stehen noch so alte Kisten und so ein Gerödel drin. Gibst du mir das mal oder wolltest du mitkommen? Ja, aber ich kann es jetzt auch mal übernehmen. Nimmst du die Lampe? Schatzkisten, genau. Das ist Nazi-Gold. So. Ja, alte Kisten. Aber hier ist auch Ende. Ne? Also das war es auch. Die Kisten sind leer. Keine Schätze drin. Und wo führt der Kollege hin? Wahrscheinlich zu dem anderen, den wir gerade vorne gesehen haben. Ja, genau. Und das war es auch schon. Was ihr noch nicht hören könnt, hinter mir ist Krach. Es kommt von über mir drüber, von den Etagen. Und dieser Krach kommt tatsächlich von Wasser, würde ich jetzt sagen. Und wir wollen natürlich diesen Geräuschen auch auf den Grund gehen und gucken, wo diese Geräusche dann tatsächlich herkommen. Ja?
Also es ist wirklich ein sehr spannendes Bergwerk. So, wir haben hier Rohre, 5 Stück an der Zahl, die von oben runterkommen. Das ist das 6. Rohr, das kommt hier runter, verschwindet im Boden. Hier hinter ist wieder so ein Stahlbeton. Also es wird wahrscheinlich Wasserspeicher gewesen sein. Da ist wahrscheinlich Wasser hinter, von da aus hat man das weggepumpt. So, und wie ihr das hier sehen könnt, ja, eine Treppe, die ist nachträglich eingebaut, relativ groß. Und halt, wie gesagt, diese Rohre, die hier nach unten kommen. Also das sieht schon wirklich sehr episch aus. Und da oben ist auch irgendwas abgesperrt mit Holz. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach oben und schauen, was uns oben erwartet. So, jetzt sind wir auch schon fast oben. Es sind ein paar Meter. Und die Geräusche werden leicht lauter, aber nicht zu laut. Und wir schauen mal, auf welcher Ursache das Ganze beruht. Warum denn hier dieser Lärm ist. Also es ist typisch Altbergbau. Und es ist alles Holz. So ein Holzsteg. Es ist gigantisch. Also ich sehe Stahlbeton. Das gucken wir uns jetzt mal eben an. Wir müssen nur gucken, dass wir relativ unsicher hier fortbewegen. Dass wir hier nicht irgendwo einbrechen. Boah. Ei. Also wir sind hier auf 12 Metern. Boah, das ist ja riesig. Und das ist, das schimmelt weg, pass auf. So, schaut euch das mal an, dieses riesengroße Becken. Das ist ein monstergigantisches Becken. Ja, das sind schon 12 Meter. Also das ist wirklich schon sehr hoch. Man kann nur gebückt laufen. Und hier kommt auch irgendwas runter. Also das sieht auch nicht mehr alles so gut aus. Und ich will hoffen, dass das hier noch alles so halbwegs hält, wo ich hier drauf laufe. Aber es ist Stahlbeton. Also gehe ich davon aus, dass es wirklich hält. So, und wir haben, hier ist so eine richtige Schicht. Ich weiß nicht, ob ihr die von der anderen Seite sehen könnt. Also es geht 12 Meter nach unten. Laut der Angabe, wahrscheinlich ist es noch unten mit Sediment voll. Und da hat sich so eine richtige Schicht gelöst. Wahrscheinlich auch irgendwie Rückstände, die dann angetrocknet sind. Und die lösen sich jetzt ab. Also, dass sich hier so ein Riesenbecken befindet, das hätte ich jetzt nicht gedacht, wenn ich ehrlich bin. Aber ihr seht, das Altbergbau hat immer noch eine Überraschung für euch gut. Und wie gesagt, das ist wirklich schon impulsant. Aber ich messe jetzt mal runter. Ich habe ja mein Messgerät dabei. Ich mache das mal an. 8,40 Meter. Also ist 4 Meter wirklich versackt, ne? Wenn ich das hier hinhalte, ja, 8 Meter. Also 8 Meter tief ist dieses Konstrukt. Aber warum man das jetzt gebaut hat, ob das irgendwann wird das auch mal voll sein, man sieht es ja an den Füllständen, ne? Also bis da oben war es schon mal, was sind das, 2 Meter, also 6 Meter noch. Es ist sehr beeindruckend, dass hier in diesem alten Bergwerk so ein Riesenkessel tatsächlich ist. Ich gehe mit euch jetzt noch einmal rum. Würdest du mir mal die Kamera geben? Ja. Also, Füllstand 12 Meter da oben. Und wie gesagt, ist ganz schön verlandet da drin. Ich will euch mal diese Stelle zeigen, die ich gerade gemeint habe, wo ich gestanden habe. Das ist nämlich da. Seht ihr das? Und das hat sich richtig abgelöst und das ist ein paar Zentimeter dick. Würde ich jetzt von hier aus beurteilen. Ich gehe noch mal ein Stück. Drüben steht der Kollege.
und sichert ab. Und da ist dieses Stück, was sich da quasi gelöst hat. Ne? Also wirklich wahnsinnig, was hier unter der Erde, unter unseren Füßen, sich wirklich alles so befindet. Ist alles nur gebückt möglich? Ihr seht, ist über mir, da stoße ich schon an. Nicht wirklich Bodenfreiheit, Luftkopffreiheit. Es ist sehr, sehr eng. Und jetzt muss ich mich irgendwie hier wieder durchwursteln. Würdest du mal eben die Technik übernehmen? Ich mache jetzt mal eine Messung nach unten. Da ist der Laser. Und hier sind es 9 Meter. Ja? 9 Meter und. So, und? Gib mal her. Da, 9 Meter ist es tief. Und 12 Meter sollen es sein. Da. Ist gut mit so einem Laser, ne? Also oberste Kante ist 12 Meter, ich denke mal Füllhöhe sind wir da bei 10 Metern und auf der Höhe habe ich ungefähr gemessen bei 12 Metern, da sind wir jetzt bei 9 Meter, das heißt 3 Meter ist das tatsächlich schon voll mit Segiment. Ja, das ist schon einiges. Da ist der Laser. Ja, und das hat einen Durch, also ich halte es jetzt mal hier noch rüber. Es ist, Moment, müssen wir mal wahrscheinlich eine neue Messung machen, so 12 Meter im Durchmesser. Also bis auf der anderen Seite ist, kann man so schlecht, ja so ist gut, ja, 13 Meter, da wollen wir hin, 12 Meter 85, ne? Also 12 Meter Durchmesser ungefähr. Also es ist schon beeindruckend. So, das ist jetzt die andere Seite. Hier kam die Treppe hoch, hier bin ich eben hoch. Und das ist hier eine hölzerne Konstruktion. Und das könnte so eine Art Absatzbecken sein. Also hier sind auch noch diese Kegel, um das zu verschließen. Ne? Das ist einfach nur so ein Becken, damit sich da noch was setzt. Also wenn man jetzt hier Wasser abpumpt oder irgendwas anderes. Ja, aber wofür es letzten Endes war, kann ich nicht sagen. Gib mal kurz die Kamera. Dann habt ihr auch mal einen Blick hier drauf. Also da sind diese, da sind Löcher drin und das sind diese Stöpsel. Aber wie gesagt, was es genau ist, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Wir haben jetzt beide sind der Meinung, dass irgendwie ein Absatzbecken ist. Und dann quasi hier über diese Rohre dann, ich brauche mal gerade dich zum Festhalten, weil das ist hier extrem glatt, wo ich drauf stehe. Ja, so. Und dann quasi durch diese Rohre hier, die laufen ja hier oben rein und dann gehen die nach unten diesen Schacht runter. Ne, bis da unten. Dass das wahrscheinlich sich hier setzt, man pumpt das hier rein, dann setzt sich das hier ab und dann geht es nach unten weiter und wird dann rausgepumpt. Also das ist eine mögliche Theorie. Wie es jetzt so ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall ist dieser Bereich hier wirklich beeindruckend. So, diesen Bereich haben wir jetzt erkundet und jetzt gehen wir mal dahin, wo die Rohre hinführen. Mal schauen, ob hier noch mehr so Becken kommen. Und wo es hier natürlich hinführt. Also ich bin jetzt wirklich gespannt, weil ich hätte mit mehreren Etagen hier A nicht gerechnet und B, dass sich auf einmal so ein Becken befindet, weil hier ist gleich noch so ein Becken. Ja, also wie gesagt, es ist irre, weil hier ist das nächste Becken.
Alter, das kann doch nicht wahr sein. Guckt euch das mal an. Das ist ja gigantisch. Kannst du noch mal das Riesenlicht drauf machen? Genau. Ja. Schaut euch das mal an. Da ist noch mal dasselbe Becken. 10,50 Meter lese ich da, ist es an der obersten Kante. Hier ist noch so ein Becken und da geht es natürlich noch weiter. Hier sind die Rohre. Die sind aber hier schon abgetrennt. Nee, sind sie nicht. Das wurde wahrscheinlich hier reingeleitet. Ich weiß es nicht. Ich habe, wie gesagt, keine Ahnung, was es mal war. Wenn ihr es wisst, könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben. Aber wie gesagt, hier ist gleich wieder so ein Becken, aber kein Geländer. Also hier laufe ich nicht rum. So ein 8 Meter Sturz in so eine Pampe da unten und dann kommt ihr da nicht raus. Dann muss ich da dieses Ding da hochklappeln. Nee, das müssen wir nicht haben. Also ganz wichtig, Sicherheit geht immer vor Wirkung. Also ich habe gerade gesagt, weil wir noch 3 Rohre haben, müssten wir noch 3 Becken haben. Mal gucken, ob diese von mir aufgestellte Theorie richtig ist, ob wir wirklich noch 3 solche Becken finden. Aber ich glaube, das ist das letzte Becken. Also meine Theorie können wir hiermit zerstören, weil das sieht nach dem letzten Becken aus. Hier sind auch nochmal Stützen, hier wachsen schon irgendwelche Pilze dran. Also ich glaube, so ganz gesund ist es dann nicht unbedingt. Aber wir schauen mal, was wir hier noch so Schönes finden. Und das ist auch bei 10,50 Meter. Da ist auch noch ein Geländer, das sieht aber auch alles nicht mehr so vertrauenswürdig aus. Und ihr seht das auf dem Boden. Ich gebe mal voll Saft drauf, was da ein Mock drin ist. Ja, und die Wassertropfen, wie die sich ihren Weg bahnen. Aber nichtsdestotrotz ist dieses Ding wirklich sehr impulsant. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier unten solche Becken tatsächlich finden. So, das waren diese Becken von oben. Es sind 3 Stück. Und jeweils diese Wände, das sind auch 3 Wände, wo wir eben vorgestanden haben. Und diese 3 Wände sind der unterste Bereich von diesem Becken wahrscheinlich. Und da hat man damals ja auch das Wasser ablassen können, rauspumpen können. Vielleicht mal das Sediment, also entschlammt oder was auch immer. Es ist wirklich sehr interessant, durch diese ganzen Rohre, es ist impulsant wirklich mit dieser Treppe. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir hier eine 2. Etage haben, dass wir auch eine Gesamtübersicht über diesen gesamten Stollenbereich, über dieses gesamte Altbergwerk hier tatsächlich haben. Noch haben wir keine Spuren aus dem Krieg gefunden. Ich bin mal sehr gespannt.
So, ich stehe jetzt auf einem Steg am Traunsee und hinter uns in die Richtung ist Ebensee, wo Zement ist, und da war auch das Konzentrationslager gewesen. So, und da ist am 8. Mai 1945, am letzten Kriegstag, hatte eine US-Jagdbomberstaffel den Auftrag, angeblich, über dieses Lager zu fliegen, weil man da amerikanische Soldaten in Kriegsgefangenschaft vermutet hatte. Man wollte seine Kameraden unterstützen, um zu zeigen, wir sind da und wir werden euch bald befreien. Die Tiefflieger kamen immer über diesen See und sie sind sehr dicht über der Wasseroberfläche geflogen. Und an dem besagten 8. Mai 1945 war ein Pilot, das war der Henry G. Moore, der ist zu tief geflogen. Daraufhin ist er abgestürzt, ins Wasser rein, die Maschine ist versunken und er kam tatsächlich noch raus. So, man hatte den amerikanischen Piloten erzählt, wenn sie von der einheimischen Bevölkerung, also von Zivilisten, quasi nach einem Absturz, wenn sie die Maschine verlassen haben, gefunden werden, dann werden sie meistens umgebracht. Das war hier überhaupt nicht der Fall. Also es hatte mal den amerikanischen Piloten erzählt, guckt, dass ihr von der Wehrmacht festgenommen werdet, dann werdet ihr wie Kriegsgefangene behandelt. Und die Zivilisten, die machen kurzen Prozess mit euch. Hier haben das ein Fischer und mehrere andere Privatpersonen gesehen, dass diese Maschine hier abgestürzt ist. Und sie sind sofort rausgefahren mit dem Boot und haben den jungen Piloten an Bord genommen, weil er trieb irgendwann bewusstlos im Wasser. Das Wasser hatte nur 10 Grad Wassertemperatur, also nicht warm. Da hat man keine hohen Überlebenschancen. Er war dick angezogen und es zog ihn immer nach unten. So, und er hat den Krieg tatsächlich überlebt. Und das Flugzeug ist irgendwo hier runtergegangen. Und 2009 hat man das Flugzeug lokalisiert und gehoben. Ja, man hat das dann irgendwo hier an den Rand gebracht und dann mit dem Kran aus dem Wasser rausgeholt. Es lag in ca. 100 Metern Tiefe. Es war voll bewaffnet. Also die Browning Machine Guns waren, Heavy Machine Guns waren noch drauf. Die komplette Munition war drauf. Das hat man alles abgerüstet. Das Flugzeug ist dann in die USA verbracht worden. Es war in einem hervorragenden Zustand, weil wir hier unten wenig Sauerstoff haben. Und durch die kalten Wassertemperaturen hat es wirklich sehr, sehr gut. Selbst die Kanzel aus Plexiglas, das war noch alles vorhanden, das war noch alles da. Es war kaum was an dem Flugzeug kaputt. Man hat das in den USA restauriert und es fliegt mittlerweile wieder. Jetzt ist nur eine Frage. Warum oder was hatten diese Piloten tatsächlich für einen Auftrag gehabt? Sie sollten rüber nach Ebensee, über das Konzentrationslager fliegen, um da ihren Kameraden zu signalisieren, ey, wir haben euch nicht vergessen. Was man angeblich damals nicht wusste, dass die US-Panzerarmee das Lager schon eingenommen hatte. Ob die so schlecht kommuniziert haben, bleibt dahingestellt. So, aber warum schickt man 16 Flugzeuge, 16 Kampfbomber darüber in einem Spezialauftrag? Sie werden wahrscheinlich einen anderen Auftrag bekommen haben. Die offizielle Version ist, zeigt, dass wir da sind und dass wir euch da bald rausholen. Es ist nach wie vor alles wieder sehr mysteriös. Also ich glaube der offiziellen Version nicht. Da wird was anderes dahinstecken, weil nur um seinen Kameraden zu zeigen, jo, wir sind noch da, 16 Jagdbomber dahin zu schicken, ob das nicht ein bisschen übertrieben ist, bleibt dahingestellt. Auf jeden Fall ist das Flugzeug hier notgewassert. Der Pilot kam raus, der Pilot hat überlebt und es war mit eines der letzten Jagdflugzeuge, das letzte Jagdflugzeug, was im Zweiten Weltkrieg über Deutschland abgestürzt ist, weil kurz darauf im Verlauf des Tages war der Zweite Weltkrieg aus. Ja, das war die Befahrung von diesem Altbergbau, der laut unseren Informationen auch vom Dritten Reich genutzt wurde. Also hier wollte man auch was rein verlagern. Anzeichen dafür haben wir gar nicht gefunden. Das Einzige, was wir wirklich gefunden haben, waren hinten diese Becken, die aus Stahlbeton waren. Ansonsten ist das wirklich, wie gesagt, der nackte Fels. An der Stelle sind wir dann auch durch. Jetzt haben wir uns einmal gemeinsam das gesamte Bergwerk angeschaut. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like da. Abonniert mich, um noch weitere Sachen zu sehen. Es kommt noch viel mehr. Wir gucken uns noch größere Uferlagerungen an. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Der Mackie von Auftrag Geschichte ist raus. Bis dahin, ciao, ciao.